Ein beliebter YouTuber aus Zypern ist bei den vergangenen Europawahlen als unabhängiges Mitglied ins EU-Parlament gewählt worden. In dieser Woche fuhr Phidias Panayiotou, der mehr als 2,6 Millionen YouTube-Abonnenten hat, per Anhalter zur ersten Plenarsitzung nach Straßburg. Er dachte, dass dies mehr Spaß machen würde und zudem auch billiger wäre. Der 24-Jährige erklärte gegenüber Euronews, dass dies auch ein Symbol für das sei, was er während seines Mandats tun wolle. It was a bit symbolic in a way. We did it because to show that politicians are normal people and to get people closer to politicians, because politicians, they are something above from people, and we want to bridge that gap that people feel from politicians. Our goal in the next 5 years is to make politics cool. Ein Beispiel dafür war die Verwendung eines einfachen Blattes Papier mit einer kleinen Grafik, um die Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission zu erklären. Ein weiteres Video zeigt, wie er sein Team ausgewählt hat, zu dem auch ein ehemaliger Lehrer und einer seiner besten Freunde gehören. Obwohl er keine politische Erfahrung hat, sagt er, dass er und sein Team auch auf der Grundlage der Meinungen seiner Anhänger Politik machen wollen. We saw a glimpse with my candidacy with more direct democracy, because I upload a video and there's hundreds, thousands of comments, millions of views, and I know what people think, so I can transfer the will of the people to the parliament, which is a very unique thing that not a lot of people have. Diese Methode hat der YouTuber bereits diese Woche angewendet. Er fragte seine Follower, wen er bei der Wahl zur Präsidentschaft der EU-Kommission wählen sollte. Der Influencer führte in einem Video eine Umfrage mit 300.000 Teilnehmern durch, von denen ihm 75% rieten, gegen Ursula von der Leyen zu stimmen. Der Europaabgeordnete versprach, dem Rat zu folgen. Für ihn ist dies eine Vision von Demokratie, die keine Glaubwürdigkeitsfilter, Checks und Balances anwendet.